Yo, was geht ab, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. So, wir bringen mal sie hier zum Palast. Ich habe gerade ihren Namen vergessen, muss ich zugeben. Das Ganze wird natürlich wiederum nicht einfach, bestimmt. Aber egal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das ist der? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du's? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Gut. Eskortiere sie zu ihrem Boot. Das wird bestimmt nicht easy. Hier, das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht. Du bist der Erste, der mich derart ermutigt. Ja, ne? Denk daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus leben, nicht um dein eigenes zu leben. Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich. Das war vielleicht das Falsche. Das reicht nicht für Level 5. Achso, doch, reicht fast. Wenn wir das Ding rübergebracht haben, müssen wir Level 5 sein. Das heißt, dann haben wir die nächste Mission vor uns. Das wäre mal nicht ganz so unwichtig, diesen Schlägertrupp hier loszuwerden. Ich weiß nicht, was hier irgendwo mal im Boot war. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Eigentlich sollte ich ein Boot bekommen, um hier rüber zu schwimmen. Von A nach B. Ah, da ist es, glaube ich. Ist es das? Ja, das muss das eigentlich sein. Aber ist ja auch egal. Ein bisschen schwimmen können wir auch. Ja, das Ding müsste es sein. So, Zeit, die nächsten Dinge abzustauben, die nächsten EPs. Weil hiermit sind wir dann auch durch. Alexios, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem?
Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldner. Oh, das ist nice. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Was ist das? Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Militärische Ränge bedeuten mir nichts. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du? Keine Ahnung, machen wir's? Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist, in militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Ja, gut. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Nö. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich besorge eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Hey, hey, hey. So, geben wir erstmal hier 1625. Warum reicht das nicht? Gut, wir haben eh zu tun. Scheißegal, das ist eine Nebenquest. Fangen wir mit der Nebenquest an. Ich brauche ein Schiff. Ich sollte den Schiffsbauer aufsuchen. Ja, ja, erstmal finden wir Thanos. Bist du wichtig für mich? Nein. Du bist nicht wichtig. Wo ist mein Freund, der mir wichtig ist? Muss ich gerade ein bisschen aufpassen, was ich hier mache? Ich habe keine Pfeile mehr. Du bist keine Herausforderung. Du kannst ihn. Nein, desynchronisiert. Gott, verdammt, der ist echt stark geworden. Ja, ich hätte auch was anderes machen können. Ich hätte auch ein bisschen mein Inventar ein bisschen herumspielen können, das habe ich jetzt vollkommen vergessen. Scheiße. Oh, das ist ärgerlich. Das ist mein erster Tod jetzt bei Assassin's Creed. Ah, auf einmal ging mir die Pfeile aus. Das ist auch ein bisschen ärgerlich gewesen. So, das heißt zweiter Versuch in 10. Nach diesem Black Screen hier.
Oh Gott, damit. So, wir müssen erstmal kurz hier ein bisschen im Inventar rumspielen. Das funktioniert sonst nicht. Das funktioniert sonst hier alle nicht. So. Sonst habe ich hier gar nichts, ne? Scheiße. Ich habe sonst gar nichts. Mir fehlt quasi alles. Das wäre geil, wenn ich Level 5 hätte. Dann könnte ich das schon mal nehmen. Ich brauche ein Schiff. Ich sollte den Schiffsbauer aufsuchen. Ach, goddammit. Wo ist mein Freund denn schon wieder hin? Wo ist mein Freund hin? Wo ist Thanos denn? Scheißegal. Wo ist mein Freund hin? Mit dem Schiffsbau will ich erstmal weniger machen. Ich suche eigentlich erstmal Thanos, aber ich habe gerade keinen Plan, wo der gerade ist. Normalerweise ist er doch hier irgendwo. Where the fuck is he at? Wir töten erstmal das Ding, was da vorne ist. Das bringt mir zwar kein EP ein, aber who cares? Okay, bringen wir vielleicht 12 EP ein. Aber wo ist Thanos jetzt hin? Icarus, komm mal her. Der hier ist. Da ist er vorne. Beide versuchen 10, bitte, komm her. Boah, verflucht. Wo bist du eigentlich gerade? Was willst du jetzt eigentlich von mir, Bitch? Shit. Das wird jetzt gerade ein bisschen wieder komplizierter für mich alles. Weil ich gerade mich ein bisschen erstmal wieder erholen muss. Boah, verflucht! Ja, du sollst daneben. Ich habe daneben. Malaka, los. Geh du erstmal weg von mir. Oh mein Gott, warum ist hier jetzt jeder gegen mich auf einmal? So, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Oh Mann, warum ist der denn so stark? Leck mich hart am Arsch, Mann. Alter, diesen Thanos wegzubekommen ist ja mega schwierig. Alter Falter, Junge, wieso hilft dir denn quasi jeder? Alter, ist ja krass, Junge, ich muss gegen 10 Leute gefühlt kämpfen. Jeder bekommt Hilfe von überall gerade. So, ich muss mich nur auf ihn konzentrieren, so. So, perfekt. Oh, ich sehe gerade gar nichts mehr. Das ist sehr gut. Komm her, Bitch. Ja, hau du, jagt mich nach. Shit. Ist nicht das, was ich will. Oh, verflucht, ich hasse, wenn dieser Tacker daneben geht. Ja, gut.
Ah, das dauert jetzt auch wieder ein bisschen. Oh, oh. Ah, verflucht. Oh, Mamacita, das kann doch nicht. Was hält der denn aus? Oh, Leute, have mercy. Ich habe nicht Pfeile genug. Das ist das größte Problem, was ich nicht genug Pfeile habe. Ey, und ich krieg die nicht tot. Ich krieg's nicht hin. Wieso hab ich so wenig Pfeile eigentlich? Oh, ich fehlt da Versuch und 10. Ja, komm, gib Gas hier. Es kann doch nicht wahr sein. Ey, ich könnte heulen gerade. Ey, ich könnte echt gerade weinen so ein bisschen. Ah, ja, genau, Alter. Ja, genau. Geht schon gut los, ey. Okay. Okay, okay, okay. Parieren, parieren, parieren. Wieso hilft ihn eigentlich quasi jeder? Ist mir immer noch nicht ganz klar. Ach, ich habe keine Pfeile mehr, egal. Ja, genau. Wieso kannst du das eigentlich so schnell machen? Geh mal weg hier, Bitch. Ich muss hier durch. Ich muss jetzt mich hier ein bisschen regenerieren. Ja, das wird gar nicht so einfach. Ey, geh doch hoch, Alexios. Das ist doch ein Scherz, Alter. Das ist doch krass, Junge. Das ist doch nicht normal. Ey, wie kriege ich den Tod? Ich habe nicht genug Pfeile am Start. Ey, wie in Gottes Namen kriege ich den weg? Ey, wieso kriegt ihr denn unfassbar so viel Hilfe, Alter? Oh, diese Nebenquest ist krass, ey, muss ich zugeben. Aber ich krieg das hin irgendwann. Das Problem ist, ich muss mich auch von hinten anschleichen irgendwie. Oh, der ist da hinter mir. Ey, das kann nicht sein. Lass mich raten, der dreht sich jetzt um. Oh, lauf doch, boah, lauf doch weg, ey. Ah, ich hätte parieren sollen. Oh, verflucht. Ja, verflucht. Ich hab auch nicht gedacht, dass sein Ding out of reach ist. Ach, verdammt. Was ist das für ein Ding, was ich jetzt hier in der Hand habe? Oh, Gott sei Dank. Geil. Bisschen regenerieren, Alexios. Hoch mit dir. Ja, genau. Nee, ist klar, Leute.
so ein Scherz, Alter. Was du aushältst, ist nicht normal, ja. Ah, verflammt. So, wir müssen erstmal hier ein bisschen weg abhauen. Ich brauche erstmal wieder ein bisschen mehr Energie hier. Oh, das ist gar nicht so easy, ja. Sehr gut, genau das, was ich brauche, ein bisschen mehr Leben. Ja. Das ist doch ein Scherz, was der aushält, Alter. Das ist doch. Das können wir doch erzählen, was ihr wollt. Das ist doch mittlerweile absoluter Witz, was er aushält, Alter. Das ist doch nicht normal, Junge. Was hältst du denn alles aus, aber nach Kuh, Junge? Komm schon. Zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Ich finde dich. Dann gehört das Geld mir. Ich hasse es, wenn dieser Attacke daneben geht. Ich hasse es so unfassbar. Komm her! Jesus Christ, ey. Warum bist du denn immer noch nicht am Ende? Ey, ich könnte heulen gerade, ehrlich, das ist doch nicht normal. Was muss ich denn hier alles auffahren, damit er stirbt? Oh Jesus, die Attacke ist immer noch nicht bereit. Ja, klar. Ich bin erstmal hier weg, das kippt doch nicht wahr, und ich bin gleich wieder tot. Alter, wieso kann er 1000 Attacken einsetzen? Ich bin fast am Ende. Ich mache alles, was ich machen kann und bin trotzdem fast tot. Ey, you got to be kidding me. Ey, you got to be cray cray. Alter, das ist ja der krasseste Bossfight, den ich jemals hatte. Ich kann mich auch nicht von hinten anschleichen oder sonst irgendwas. Yes, down he goes. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Arena-Einladung. Oh, Jesus Christ. Ey, das war jetzt echt schwierig. But we did it. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben. Aber Fakt ist, wir haben es geschafft.
So, Zeit für ein Upgrade, dann so für ein paar Waffen. Das ist noch gleich geblieben, ne? Oh Gott, das war echt nicht easy. Ey, das war wirklich schwierig. So, jetzt können wir den neuen Quest anfangen. Sie wollen Blues sehen. Das ist Level 25, was soll ich damit denn anfangen? Oh, so liebe Leute, machen wir hier einen Folgenbreak. Bis zum nächsten Part von Assassin's Creed Odyssey. Bis dahin, haut rein und tschüss.